Hi Pyros, freut mich unheimlich, dass ihr hier heute bei Pyro Extrem wieder vorbeischaut. Heute möchte ich euch einen Einstieg geben in die Thematik der Ausbildung zum Pyrotechniker. Quasi erfahrt ihr heute in diesem Video etwas über die Basics, die ihr in Bezug auf die Ausbildung wissen und beachten müsst. Und in weiteren Videos werde ich dann auf die verschiedenen Möglichkeiten des Sammelns der Helferscheine eingehen oder auch dem Ablauf sowie das Absolvieren des Lehrgangs und so weiter. Und, wenn ihr euch es wünscht, werde ich sogar noch weitere Videos in diese Richtung machen, zum Beispiel in Bezug auf den Bühnenpyrotechniker. Aber erstmal zu Beginn würde es mich unglaublich freuen, wenn ihr direkt ein Like da lasst, weil ein solches Videoprojekt ist einfach unglaublich zeitaufwendig. Und ich möchte die Qualität auf meinem Kanal einfach hochhalten und euch einfach mehr bieten. Diese Bitte richte ich nicht an euch, weil ich irgendwie likegeil bin oder so, sondern es ist einfach eine unglaublich bestätigende und motivierende Form von Feedback. Deswegen, wenn ihr solchen Content feiert, lasst auf jeden Fall direkt jetzt ein Like da und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Der Beruf des Pyrotechnikers ist eine Aus- bzw. Weiterbildung, die durch das Sprengstoffgesetz sowie die erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz geregelt wird. Diese ist in verschiedenen Bereichen möglich, zum Beispiel als Großfeuerwerker, Filmpyrotechniker, Bühnenfeuerwerker oder im Bereich der Spezialeffekte. In diesem ersten Video widme ich mich erstmal dem Thema des Großfeuerwerker. Allerdings, wenn ihr Interesse habt an dem Bühnenpyrotechniker, Filmpyrotechniker und so weiter, dann lasst es mich jetzt wissen. Ich habe oben eine kleine Umfrage eingerichtet, stimmt da einfach mal mit ab. Aber jetzt zurück zum Großfeuerwerker. Um als Pyrotechniker allgemein tätig werden zu dürfen, braucht man einen Befähigungs- bzw. einen Erlaubnisschein. Diesen kann man bei der zuständigen Behörde beantragen, wenn man einen qualifizierenden, staatlich anerkannten Lehrgang absolviert und eine Fachkundeprüfung bestanden hat. Zu den verschiedenen Bezeichnungen, also entweder eben Befähigungsschein oder Erlaubnisschein nach § 7, 20 oder 27, werde ich später im Video noch etwas genauer eingehen. Je nach Lehrgang und Fachkunde müssen spezielle Voraussetzungen erfüllt sein, um zur Teilnahme zugelassen zu werden. In Bezug auf den Großfeuerwerker bedeutet dies, dass man auf jeden Fall mindestens 21 Jahre alt sein muss. Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung muss vorgelegt werden und man muss natürlich auch körperlich geeignet sein. Und außerdem muss man bei mindestens 26 Feuerwerken teilgenommen haben, was wahrscheinlich für die meisten die größte Schwierigkeit darstellt. Hierfür, also für das Helfen bei 26 Feuerwerken, gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Die verschiedenen Wege werde ich in den folgenden Videos genauer erläutern, dann natürlich auch Vor- und Nachteile abwägen, aber kurz zur Übersicht gibt es eben die folgenden Möglichkeiten. Erstens die Teilnahme an Workshops, dann zweitens die Teilnahme an klassischen Schulungsfeuerwerken und drittens eben das Mitlaufen und Helfen bei einem Pyrotechniker. Workshops geben einen guten Einstieg in die Thematik, weil Überblickswissen vermittelt wird sowie praktische Anwendungen einfach entspannt gezeigt werden. Aber meistens werden diese Workshops nur ein- bis zweimal im Jahr angeboten und deswegen ist es einfach recht uninteressant für das Sammeln aller Helferscheine, weil die meisten wohl kaum bis zu 26 Jahre lang warten möchten. Dann die Schulungsfeuerwerke, diesen haben den Vorteil, dass man ziemlich schnell alle Helferscheine bekommt, allerdings eben oftmals unter Massenabfertigung mehrere Feuerwerke an einem Tag bzw. Abend, wo die Qualität dann leider manchmal wirklich auf der Strecke bleibt. Und dann zu guter Letzt natürlich noch das Mitlaufen und Helfen bei einem Pyrotechniker bzw. idealerweise natürlich bei verschiedenen Pyrotechnikern. Hier lernt man auch unter Nicht-Idealbedingungen, wie man es hinbekommt, zum Beispiel ein Feuerwerk in strömenden Regen fertig zu bekommen, beziehungsweise wie man halt auch in wirklich stressigen Momenten kurz vor einem Feuerwerk einen kühlen Kopf behält. Oder ganz simpel gesagt, man sieht einfach die verschiedenen Pyrotechniker arbeiten. Meiner Meinung nach sollte man sich nicht nur auf eine Möglichkeit versteifen, sondern idealerweise alle Möglichkeiten zumindest mal probieren, um am Ende eine umfangreiche, praktische Ausbildung zum Großfeuerwerker eben absolviert zu haben. Hat man die 26 Helferscheine gesammelt, kann man auch schon zu dem theoretischen Teil übergehen, also dem Lehrgang, und hier werden grob umrissen die folgenden Punkte behandelt. Die Wirkung, Handhabung, Empfindlichkeit explosionsgefährlicher Stoffe, dann Ursachen und Folgen des Unbrauchbarwerdens von explosionsgefährlichen Stoffen, Maßnahmen zur Sicherheit des Lebens und der Gesundheit Beschäftigter oder Dritter, dann Maßnahmen zur Abwendung von Gefahren für Sachgüter,
natürlich auch Vorschriften über den Umgang und den Verkehr mit explosionsgefährlichen Stoffen und ebenfalls sehr wichtig eben die Lagerung, der Transport und die Vernichtung explosionsgefährlicher Stoffe. Am Ende des Lehrgangs muss man noch eine Prüfung ablegen und ist die Prüfung bestanden, bekommt man ein staatlich anerkanntes Fachkundezeugnis ausgehändigt. Dieses Zeugnis ist bundesweit anerkannt und mit diesem Zeugnis kann man sich im Anschluss eben eine Erlaubnis nach § 7 bzw. § 27 Sprengstoffgesetz beantragen oder auch einen Befähigungsschein nach § 20 Sprengstoffgesetz. Und die Thematik der in Anführungszeichen verschiedenen Scheine ist wirklich nicht ganz unkompliziert und bis man da mal dahinter gestiegen ist, das dauert auf jeden Fall seine Zeit. Aber was bedeuten die verschiedenen Scheine in Anführungszeichen überhaupt? Erstmal zur Erlaubnis nach § 7 des Sprengstoffgesetzes. Diese kostet bis 2.800 Euro und hier spricht man in Anführungszeichen von der gewerblichen Erlaubnis. Hier geht es grundsätzlich um den gewerblichen Verkehr mit explosionsgefährlichen Stoffen, also kurz gesagt der Handel. Dann gibt es noch den Befähigungsschein nach § 20 Sprengstoffgesetz. Dieser kostet ungefähr bis 200 Euro. Und hier geht es um den gewerblichen Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen. Sprich, das Verbringen, das Verwenden und so weiter. Das ist interessant, wenn man zum Beispiel eine Festanstellung als Pyrotechniker anstrebt. Wichtiger Punkt ist, dass man mit diesem Befähigungsschein nur in dem Auftrag einer Person, die Erlaubnis nach § 7 Sprengstoffgesetz besitzt, Feuerwerke ausführen darf. Ich habe euch ja schon zu Beginn gesagt, dass die ganze Thematik nicht ganz einfach ist. Ihr könnt es auch unten in Ruhe nochmal nachlesen. Aber ein Punkt, den ich euch auch auf jeden Fall der Vollständigkeit halber nicht vorenthalten möchte, ist, dass man prinzipiell auch als Erlaubnisscheininhaber nach § 7 Sprengstoffgesetz Feuerwerke abbrennen darf. Allerdings nur, wenn man auch den Befähigungsschein nach § 20 Sprengstoffgesetz mit eingetragen hat. Und zu guter Letzt komme ich dann noch zur Erlaubnis nach § 27 Sprengstoffgesetz. Dieser kostet bis ungefähr 250 Euro und es ist in Anführungszeichen eben die private Erlaubnis. Diese regelt kurz gesagt den Verkehr und den Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen, aber eben nicht gewerblich. Auf die Erlaubnis nach § 27 Sprengstoffgesetz für Kategorie 2 und 3 gehe ich an dieser Stelle nicht weiter ein. Aber wenn ihr euch ein extra Video über diese Thematik wünscht, dann könnt ihr jetzt wieder oben in den Infokarten abstimmen. Dann werde ich eventuell dazu noch ein extra Video bringen. Dann noch ebenfalls sehr, sehr wichtige Punkte. Als staatlich geprüfter Pyrotechniker muss man innerhalb von einem Jahr tätig werden und man darf diese Tätigkeit nicht länger als 2 Jahre lang pausieren, ansonsten ist der Schein ganz einfach gesagt wieder weg. Und außerdem muss man alle 5 Jahre einen Wiederholungslehrgang absolvieren. Und da für viele Pyromanen der Beruf des Pyrotechnikers irgendwie so der Traumberuf ist, möchte ich noch was kurz zu den Berufschancen und auch zu den Verdiensten sagen. Die meisten Pyrotechniker, selbst diejenigen, die eine eigene Firma haben, betreiben die Arbeit lediglich als freiberufliche Nebentätigkeit. Angebliche Einstiegsgehälter von 1.500 bis 1.800 Euro brutto sind zwar ganz nett, aber in der Realität einfach extrem schwierig umzusetzen. Das war ein Punkt, den ich euch auch auf jeden Fall nicht vorenthalten möchte. Dann sind wir auch schon am Ende von diesem Video. Ich hoffe, ihr freut euch auf weitere Teile dieser Videoreihe. Als nächstes kommt dann direkt mein Besuch von 2 Workshops von Röder Feuerwerk. Das ist auf jeden Fall mega interessant. Ein paar Impressionen habt ihr jetzt gerade im Hintergrund schon laufen sehen. Lasst jetzt gerne noch einen Kommentar mit Feedback da, beziehungsweise würde es mich auch einfach interessieren, ob für euch der Beruf des Pyrotechnikers sowas wie ein Traumberuf ist und wie ihr jetzt nach dem Video dazu steht. Geliked habt ihr ja schon hoffentlich zu Beginn des Videos und dann würde ich sagen, wir sehen uns in den nächsten Videos, Pyros, und bis bald.